Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA The Ballad of Gay Tony. Wir sind immer noch hier vor dem Golfteil und suchen uns erstmal einen ordentlichen Wagen. Was sagt er ständig hinter Weibern her? Wir waren doch hier nur einmal hinter Weibern her. Und da haben wir auch nur einen Boogie getanzt. Hervorragend. Ja. 60%. Ja, hier seht ihr gerade mal den Vergleich. Drückt immer wieder Pause, 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 Pause und Pause. Und was machen wir jetzt für eine Mission? Die hier, die von Mori oder die von Mami? Nehmen wir mal das die Mamas aus. Ha! Rache! Du scheiß Taxifahrer hast uns mal die Tür weggefahren. Jetzt fahren wir dir die Tür weg. So einfach. Okay, die meisten wollen ja sicherlich, dass ich schnell fahre, ne? Also werde ich auch schnell fahren. Also manchmal sind diese Dialoge hier echt unterhaltsam. Und manchmal kann ich echt sowas von nicht fahren. So, Cheat aktiviert. Scheißegal einfach. Es ist ja nicht negativ oder so, ne? Aber nur Leben, bisschen Waffen und ein bisschen Bullen weg. Ja, Polizei weg. Oh, 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 wie viel Gas ich gebe, hä? Da seht ihr hier. Ganze Typen aus meiner Klasse sagen, wie langsam fährst du? Ja, da hast du es mal, ne? Oh, was will denn der schon wieder, Mann? Okay. Mama's Boy. Luis,
Ja, der typische Mama-Spruch, wenn Kinder erwachsen sind, du bist genauso wie dein Vater. Okay, ich denke mal, wir gehen jetzt. Ich rate jetzt einfach mal, dass wir in einem Fight Club gehen. Ich rate. Ja, hier gibt es im Moment leider nicht so viel zu sagen. Ich bin saumüde und ich glaube nach dieser Mission werde ich erstmal. Okay, noch etwa 4 bis 5 Minuten können wir noch. Okay, das Video brauchen wir jetzt nicht, das ist nur so ein Kampfmoment. Und wir sollen die ersten beiden gewinnen und beim dritten verlieren. Das wird eigentlich recht einfach. Yo. So. Perfekt. Der wird gerade so abgeschleppt. Okay, okay. Jetzt komm, konzentrieren. Ich weiß, es ist schwer nachts jetzt noch. Und bam! So. Und jetzt einfach verlieren. 1, 2. Oh, ich habe verloren. Was für ein Scheiß. Okay. Das war eine Ansage. Eigentlich 100%. Ey. Also wir haben 90% Schaden bekommen. Wir sollten 10%.
Konnte Ende und ja. Zeit habe, waren wir sogar schneller. Okay. Alles klar, wir sind kurz vor Mamas Haus. Und sie, Dingens. Luis hat jetzt gerade seine Mutter angerufen, um ihr zu sagen, dass er extra einen Kampf verloren hat wegen ihr und sie jetzt keine Schuld mehr hat. Und Luis ist jetzt gerade müde. Genauso wie ich. Und wir machen das nächste Mal weiter, wenn es heißt Assassin's Creed, GTA, The Ballad of Gay Tony und eine weitere Mission mit Mami. Ich muss schon wieder herunterfahren, da ich so richtig, richtig müde bin. Also macht es gut und wir sehen uns das nächste Mal bei The Game Present. Tschüsskowski.